Oh hi, mein Name ist Sam. Ich bin David. Und wir sind Sushi auf Deutsch. Und wir stellen euch Japan vor aus einer deutschen Perspektive. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass Japan die absolut komischsten Werbespots hat. Ich meine, manchmal weiß man nicht mal, um was es überhaupt in den Videos geht. Ja, das stimmt. Und teilweise irgendwie ganz oft mit Hunden oder irgendwelchen Tieren. Und dann auch halt einfach je komischer, desto besser. Gut, dass du die Hunde erwähnst, weil die habe ich auch hier drin. Oh mein Gott. Ja, ich habe ein paar Videos vorbereitet für die Sam hier. bei denen man meiner Meinung nach nicht wirklich weiß, um was es geht. Ja, das stimmt. Bei den meisten Videos weiß man irgendwie gar nicht, worum es geht. Es gibt ja diese eine Werbung für Kontaktlinsen, wo irgendwie so ein Mann rumläuft und der Mann ist eine Kontaktlinse. Aber irgendwie, woher sollte man das wissen? Und es ist halt mega komisch. Ja, mal sehen, ob du die erraten kannst. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass du vielleicht hier dich schon mal im Fernsehen oder so gesehen hast. Ja, man sieht sie halt oft im Zug. Ja. Also wenn du im Zug sitzt, dann gibt es da ja immer so einen Bildschirm. Und da sieht man dann ab und zu mal die Werbung. Also ich hoffe, dass ich nicht zu viele von den Werbespots gesehen habe, aber... Hit me! Wenn du meinst, dass du dich schon im Zug gesehen hast, dann hast du wahrscheinlich eine große Chance, dass du davon einige schon kennst. Okay, fangen wir einfach mal an. Ich habe aus allen Videos das Logo rausgepixelt, um einfach mal zu hoffen, dass du das Produkt erraten kannst. Mhm. Einfach nur von der Werbung her. Okay. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Warte mal. Okami-san, 今回の料理は味に自信があると... Konno, 一つ聞いてか? なんでしょう? あんた? ここに愛はあるんか? 信じられる愛はあるんか? あるんか? 愛! 愛が一番 おかみさん、おきに もう一度やり直しや Okay. Irgendeine Idee. Die Frau ist halt, der gehört an Ryokan, deswegen heißt sie halt Okami-san und sie meinte halt, aber ist Liebe drin. Genau. Und er, Liebe? Aber... Worum das geht? Du hast schon viel mehr rausgezogen, als ich das erste Mal das angeguckt habe. Ich hatte ein großes Fragezeichen vor meinem Kopf. Nee, also, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall muss Liebe drin sein, genau. Aber was das jetzt genau für eine Werbung war, ich habe keine Ahnung. Irgendein Guess, irgendeine Ahnung. Eifel, die Kaffeefilme kennst du wahrscheinlich nicht. Eifel kenne ich nicht, ne. Aber es klingt irgendwie wie Eifel, wie in Deutsch. Eifel? Eiffelturm? Oder die Eifel? Ganz genau, es ist der Eiffelturm. Liebe, eventuell eine Versicherung? Nein, aber sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung. So ein bisschen in der Richtung. Okay, passt. Soweit ich weiß, geht es um einen Loan. Also hast du hier einen Loan mit sehr niedrigen, wie heißt noch, was ist? Interestraten. So? Ja. Ja, genau, mit Interestraten finden kannst. Oh. Was das mit dem Anokan zu tun hat, habe ich auch selber keine Ahnung. Liebe! Also ein Punkt für David, kein für mich. Kein für mich. Okay, Werbung Nummer 2. Ich glaube, die könntest du erraten, weil die schon ein bisschen berühmter ist. Berühmter, okay. Mal sehen. Vielleicht. Okay. この惑星の惑星のああこんなろくでもない惑星のことなどどうでもいい相当溜まっているようだなジョーンズそういう時この惑星の住人は休みというものを取るんだああなんだこの魅力的なイメージはこれがハワイだジョーンズでこの惑星でたまには私も休みてボスで休み方改革 Okay, es ging darum, du brauchst Urlaub von deinem dummen Job und genau. Sollst nach Hawaii gehen. Richtig. Am Ende hat er was getrunken, also ich nehme an, dass es um das Getränk ging, dass dir irgendwie Richtig. Das Gefühl von Hawaii gibt oder ja, so. Ja. Mit bestimmt Alkohol, oder? Nein. Kein Alkohol, okay. Der Typ ist immer sehr oft auf dieser Marke drauf. Das ist ein bestimmtes Getränk, wo genau er immer für Werbung macht. Aber es war eine Büchse, wie heißt das? Eine Blech? Eine Blechdose. Voll deutsch hier. Ja. Also ich habe ihn schon mal gesehen. Aber ja, denn, der hat auch als ein berühmter Schauspieler, denn der bei vielen Filmen gemacht hat. Ich weiß es nicht. Das ist eine Kaffee-Werbung vom Boss-Kaffee. Der ist klar, immer auf den Boss, den man braucht. Kaffee. Deswegen weiß ich das nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Aber der ist überall an jedem Automaten drauf. Ich achte nicht auf Kaffee. Ja. So komisch, dass er hier eine Karriere als als Kaffee-Maskottchen gefunden hat. Von Man in Black und sonst was. Und so aber er war in Man in Black. Ist es doch, oder? Der Partner von dem Will Smith. Nein. War der Japaner? Das war kein Japaner. Oh willst du nochmal sehen? Oh mein Gott! Seine Augen waren so klein. Warte, ich mach ein bisschen heller. Bosse. Das heißt die Kaffeemarke. Ja, okay, Möb. Zwei Punkte für David.
Augen waren so klein. Ja. Wieso kriegst du Punkte hierfür? Weil ich die rausgesucht habe. Okay. Okay. Ich mach mal rein. Bam. Ja. Wow, auf jeden Fall. Er meinte, er hat gesungen über Gemüse und frische Zutaten und sowas. Und ich glaube, es ging über Füllikacke. Richtig, hey. Füllikacke. Yay, ein Punkt für ein Punkt. Füllikacke würdest du es vielleicht mal erklären. Vielleicht ach so. Für die Kacke. Wie das macht man auf, also es ist im Prinzip so, kann alles Mögliche sein und das streuselt man auf Reis drauf, damit der Reis besser schmeckt. Genau, so ja. Seegras ist da drin. Es gibt auch teilweise so getrocknetes Fleisch, was man sich drauf macht. Oder getrocknetes Ei. Echt? Ja. Okay. Lip hier. Das wusste ich auch nicht. Nummer 4. Chi-chan, wie propose du dir? Long, long, long. Ich liebe diese Werbung. Das ist schon meine shit, absolute okay. Lieblingswerbung. Und es gibt, das hier ist nur eines davon. Es gibt irgendwie so 5 und die sind alle eine Geschichte. Und es fängt an, dass sie diese Kleinen auseinanderziehen und sie isst das immer mit ihrem Partner zusammen. Aha. Und dann sieht sie diesen Typen da stehen und der reißt es so ab. Diesen mega lang, 39 cm glaube ich. Und dann so long, long. Und sie verliebt sich halt in ihn. In diesen Typen und dann geht die Geschichte weiter und dann am Ende heiraten die und so ein Kram. Das ist echt mega lustig und das war so also eine, ja, konsekutive. Da weißt du viel mehr als ich mal. Ja, aber das ist meine Lieblingswerbung, wirklich. Ja gut, dann 2-2 sind es glaube ich jetzt, das war die vierte. Way. 2-2. Okay, die nächste ist, die Firma musst du nicht erraten, die wird nämlich da ziemlich gut, das hast du ganz sicher ein paar Mal gesehen, aber ich möchte, dass du erratest, was diese Firma macht. Was die Firma macht. Genau. Das ist der tricky part, okay? Okay. Okay, kannst du ganz sicher, kannst du die. Ach, die Hunde, ich liebe die Hunde. Itsiona Kaisha, okay. Also eine Firma, die du brauchst, Nishinbo. Und was macht die? Was macht Nishinbo? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Aber Hitsuyo heißt, dass man sie braucht, dass es notwendig genau, ist. Ganz genau. Versicherung? Soweit ich weiß nicht, nein. Nein? Ich glaube nicht, dass die Versicherung machen. Nein. Ach, irgendwas mit Mutter, Vater, alle brauchen es. Und es, ja, ich weiß immer nicht, was. Ja, genau. In der Werbung geht es halt darum, dass sie mehr über Nishinbo erfahren möchte. Aber keiner ihr erklärt, um was es eigentlich geht. Toll! Okay, wir haben noch eine zweite Werbung von Nishinbo. Worum ging es jetzt? Wir haben noch eine zweite Werbung von Nishinbo. Okay. Vielleicht kommst du da drauf, was sie machen. Oh, Kyari! Pami Pami. Clean Energy, Geisha! Oh mein Gott! Also erstens, Kyari Pami Pami, super süß, Megastar hier in Japan und ich glaube auch sogar in anderen Ländern. Ja, natürlich. Ich glaube, es ja auch Konzerte gibt in anderen Ländern. Und auf jeden Fall, sie hat gesungen, Nishinbo, jeder kennt den Namen, jeder hat es schon einmal gehört. Aber was machen sie eigentlich? Keine Ahnung. Das war das Lied, was sie gerade gesungen hat. Richtig. Und dann statt am Ende, Clean Energy, Geisha, also Clean Energy. Unternehmen. Ganz genau, ja. Danke Nishinbo, jetzt wissen wir es. Nishinbo macht eine ganze Menge. Das ist eine mega fette Firma, die so viele kleine Branches hat. Die macht eigentlich alles. Oh. Auch so Papier, die haben Energie, die haben irgendwelche Elektronikdinger. Krass. Die macht einfach alles. Ich habe auch, bevor ich dieses Video gemacht habe, nicht gewusst, was sie machen. Ich hab einfach gesagt, wenn diese Werbung nicht mir sagt, um was es geht, werde ich nicht nachgucken. Ja. Einfach nur aus Prozess. Pure Protest. Spite. Genau. So, wenn ihr es mir nicht sagt, ich werde nicht auf diesen Trick eingehen und danach suchen. Ja, jetzt aber jetzt haben wir es doch gemacht. Mokka! Katze! Katze. Katze, geh weg da. Katze! Ja. Nächstes, Nummer 7.
perfect idea. Thank you. But... Nanka! Um was geht's? Okay, er meinte, ja, gute Arbeit, gute Arbeit. Aber falsch! Und er meinte sie, ja, ich muss 022 022 anrufen und dann ist alles okay. Ist alles okay. Aber. Okay. Okay, gut, dass du es nicht erraten hast, weil wir noch zwei weiter von derselben Firma haben. Oh, vielleicht ja. Kommst du dann drauf. Okay, cool. Okay, nächstes. Hi, Steven. Aus Katze entsorgt werden. Okay. Also irgendwie Staff Service, aber vielleicht Recruitment? Ja, sowas in der Richtung, ja. Sowas in der Richtung, ja. Okay. Weil sie hat irgendwie so ein Interview gemacht mit irgendwie einem Recruiter oder so und dann haben alle irgendwie schon mal gefeiert für sie und dann haben so irgendwie Stühletanz entstanden. Hilfe mit Resume oder? Ja, wir haben noch eins. Noch eins, okay. Ja, hit me. Ja, okay. Ich glaube, das ist... Okay, also es ging darum, dass im Prinzip in Japan sind die Hierarchien so mega steil und es gibt dann immer, du kannst nicht mit einem Manager über deinen Manager reden, du musst dann erst mit deinem Manager reden, der muss mit seinem, der muss mit seinem, der muss mit seinem und es geht immer so weiter, bis man dann bei dem Mönch ist. Genau, bei dem ganz oben. Bei dem Älteren. Bei dem Supreme Manager. Genau, und ich glaube, es ging hier halt eher darum, dass der Service umgeht diesen Schritt und im Prinzip hilft dir irgendwie, ich weiß es nicht genau. Staff Service ist, soweit ich weiß, eine Recruitment, also sowas wie Recruitment zum Beispiel, du kannst Jobs drüber finden oder du kannst Jobs einstellen. Wie ich das verstanden habe, wie ich es interpretiert habe, ist, dass in diesen ganzen Fällen der Job nicht gepasst hat und eventuell was neu, Katze schmeißt gerade irgendwas rum. Und das Event, dass diese Leute eben was Neues gefunden haben, was eben zu denen besser passt. Zum Beispiel im letzten Fall, also eins mit weniger Hierarchien, im zweiten Fall. Okay. Das zweite Video war für mich eher so, wie als ob die Sales abschließen muss und dann ihre Zeit fast abgelaufen ist oder sowas. Mhm. Und die gemeint haben, ja, du hast doch noch abgeben oder irgendwie sowas. So habe ich das verstanden, aber ja, Staff Service ist auf deiner Seite zum Leute anheuern, auf deiner Seite, um halt neue Arbeit zu finden. Okay. Also war es nah dran, ja. Ja, war nah dran. Kriegst du einen Punkt, oder? Kriegst einen halben Punkt. Okay. I'll take it. Ich glaube, das kennst du, das könnte ein bisschen berühmter sein. Hey, das ist auch Charlie. New Orders, Cocktail Maigara. What the fuck erstmal? Seine Haare war ein Vogel und ja. Seine Band waren Tauben. Ja. Ja. Ja, es ging halt deutlich um Soße. Irgendwie. Nein. Nee, es ging nicht um Soße. Nee, das ist echt nicht. Soße, Tabeo. Keine Ahnung. Das ist keine Soße. Nein, okay, kannst du mal gucken. UFO. Ich habe gerade gemerkt, dass ich das Produkt nicht ausgepixelt habe bei dem ersten Anfang vom Video. Oh, echt? Ja. Ah, UFO! Das Instant-Zeug. Ne? Ganz genau. Aber das... UFO! Okay, es ging um diese Instant-UFO... Soba, Yakisoba? UFO, ganz genau. Genau, UFO Yakisoba. Das ist so Instant-Nudeln. Aber diese Version hat dann extra Soße oder so. Also sie meinten, oh, Soße, Kyo. Ja, von wegen, ist mehr Soße oder was. Cool, aber what the fuck? UFO, Mann, bestes. Bestes Fertigessen, das geht, das wo gibt. Ich mach lieber frisches Yakisoba. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Aber Cup Ramen. UFO. Cup Ramen. Du kriegst einen Dreiviertelpunkt. Weil du es dreimal angeguckt hast und einmal... Warte, nein. Du kriegst einen Drittelpunkt. Okay, letztes. Ich glaube, das müsstest du kennen, das ist auch ein bisschen berühmter. Badam! Okay. diese Joghurt, Mochi-Mochi-Süßigkeiten-Kram.
Alter, ja. Ich habe das nicht, mal gewusst, dass ich das, dass diese Joghurt-Dinger sind. Ja, das ist genau richtig. Das sind diese Joghurt. Ja, das erklärt, das ist Joghurt und dann diese Mochi-Mochi und ja. Lecker. Die Katze. Mochi-Mochi-Tsukareta. Ja, kriegst einen Punkt dafür. Okay, was war deine Lieblingswerbung von denen, die ich jetzt gezeigt habe? Lieblingswerbung? Das sind alle von diesem Jahr, soweit ich weiß. Also, wenn mein Research gestimmt hat. Lieblingswerbung. Nishin? Nishinbo? Nishinbo? Wenn ich das gepixelt hätte, hättest du es erraten. Ja, weiß ich nicht. Das, mal gucken, ob sie es sagen, weil ich erinnere mich gerade nicht. Sagen sie es. No. Nee, hätte ich nie erraten. Mist, ich hab's mal. Hätte ich nie erraten, ja. Sie sagen es ja auch nicht. Ja, das sagen sie natürlich nicht. Sie sagen nur, ja, es ist, keiner weiß, was sie machen, aber sie sind mega wichtig. Beweis vielleicht auch nicht. Aber gut. Ja. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt ein bisschen mehr gelernt über Japan und über Japans komische Werbung. Sehr komische Danke Werbung. Fürs Preparen. Kein Problem. Deutsch. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Kanal und schaut euch unsere nächsten Videos über Japan auch an. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder da seid und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!